Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Online-Pharma- und Medizinprodukte-Forums. Heute wieder mal eine Doppelsendung aus der Kanzlei Streter in Bad Godesberg-Bonn. Was erwartet Sie heute? Fast schon eine schöne Tradition, einmal im Jahr ein Update zur Medizinproduktevigilanz. Und wie auch gehabt, freuen wir uns über einen sehr gern gesehenen Gast, den Herrn Dr. Josef Zündorf vom Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte hier aus Bonn. Er ist Fachgebietsleiter für nicht aktive Medizinprodukte und wird uns durch den heutigen Themen, Blumenstrauß führen. Es hat sich ja einiges getan, seit wir uns ungefähr vor einem Jahr hier gesehen haben. Da gab es noch kein Corona, da gab es auch noch nicht das MPDG zum Beispiel. Und alle diese Themen wird Herr Dr. Zündorf anschneiden. Neben natürlich auch, wie schaut es mit der Udamed aus, aber auch Trendmeldung. Und nicht zu vergessen, die nationale Gesetzgebung, die, ich würde mal sagen, momentan ein bisschen für uns als Laien chaotisch aussieht. Aber um eben vielleicht das Chaos ein bisschen zu moderieren und interpretieren, haben wir wieder juristische Unterstützung. Wie gewohnt freuen wir uns, Herrn Professor Streter hier zu begrüßen. Er wird uns durch die Sendung hier begleiten und daher möchte ich gleich das Wort an ihn geben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kunz-Justin. Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Medizinprodukte-Kolloquium, nämlich zu der Frage der Vigilanz. Wir leben in bewegten Zeiten. Die neue EU-Verordnung weltweit, europaweit unmittelbar geltend, ist um ein Jahr mit dem Inkrafttreten verschoben worden auf Mai 2021, nicht wissend, ob das nochmal passiert. Während andere korrespondierende Übergangsvorschriften, zum Beispiel in Artikel 121, in ihren Fristen geblieben sind, was die Dinge nicht einfacher macht. Und Udamed als das Tool für die Umsetzung der Verordnung ist noch nicht finalisiert. Das Inkrafttreten vieler Normen hängt an dieser Funktionalität von Udamed als Datenbank, sodass sich viele Fragen ergeben, gerade jetzt in der Übergangszeit. Insofern ist schon Forum der Zeitpunkt richtig gewählt, gerade jetzt das anzugehen, weil wir uns ja vorbereiten müssen auf die neuen Regelungen. Und Herr Dr. Zündorf, wir freuen uns, dass wir Sie als ausgemachten Experten auf diesem Gebiet heute bei uns sind und wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für die Einführung und ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden draußen an den Bildschirmen. Herr Professor Streter hat ja schon gesagt, dass die Situation derzeit ein wenig unübersichtlich ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht, als ich dem Vortrag zugesagt habe. Aber auf der anderen Seite lernt man natürlich auch viel bei sowas.